Hallo zusammen bei den YouTube-Burm, hier beim Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 2. Tony heißt der gute, nicht Tony. Tony Hawk's Pro Skater 2, hier mit dem General Wastel, das bin ich. Ja, und mit mir, dem Ritter Kunibert, auch genannt Kuni. Genau, wir sind hier beim Karrieremodus im Tony Hawk's 2. Und ich habe den Tony letztes Mal schon gespielt. Hochgelevelt hat er ihn. Hochgelevelt. Der General. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Wir sind, in Venice. Hangar haben wir gespielt. Ja. Schule, Marseille und New York sogar. Wow, wir sind ganz schön weit gekommen beim letzten Mal. Und jetzt kommt Venice Beach, da habe ich auch schon ein bisschen was. Ja genau, da waren doch beim letzten Mal die Saufbrüder, oder? Aber ich glaube, die habe ich nicht ganz geschafft. Ja, ich weiß nicht. Die letzte Aufnahme, die liegt schon fast wieder 5 Monate zurück. So genau. Gefühlte 5 Monate. Gefühlt. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja. So, hier sehen wir genau, was müssen, also mit der Peggy müssen wir uns noch immer treffen. Ja. Dann Hammerscore, Ollies über Saftbrüder, Sprühdosen, Tailslide. Am Venice Ledge. Ja, genau. 4VB, was ist VB? Facebook. Ja, genau, Facebook. Gut, fangen wir an. Aber was mache ich jetzt als erstes? Ja, Ollies über Saftbrüder und sowas. Genau, Ollies über Saftbrüder. Ja, schauen wir mal. Jetzt muss ich mal schauen, wo die sind. Ah, da ist glaube ich auch einer. Den halte ich das. Der müsste doch da sein, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja, dann tue ich erst einmal irgendwie... Ich gehe Sandflöhe. Schau erst einmal, ist das Slide am Venice Ledge? Ja, die liegen alle nicht dort, siehst du? Ja, ich sehe schon. Das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Da musst du irgendwie vielleicht... Irgendwas anderes, Spraydosen vielleicht als erst einmal. Interessant. Oder die VB-Transfers. Oder vielleicht hast du die schon und die werden gespeichert. Was ich aber nicht glaube. Heute ist ziemlich laggy. Ja. Das ist weil, ihr müsst wissen, der Shotgun-Eater, wie heißt du eigentlich, General Waste? Der General Waste, der hat im Hintergrund immer so viele illegale Downloads am Laufen. 2 von 5 Sprühdosen, weißt du, wo die anderen sind? Da ist eine. Jetzt langsam merkt man schon, dass das Level nicht mehr so... Irgendwie funktioniert das halt nicht. Irgendwie. Ich glaube, du funktioniert heißt nicht. So. 3 von 5 Sprühdosen. Also, nochmal zur Wiederholung für diejenigen, die uns nicht kennen. Wir sind die YouTuber. Wir machen lustige Let's Plays. Vorzugsweise von lustigen Spielen wie Tony Hawk. Minecraft. Da ist er. Ja, das ist tatsächlich... Muss ich in einer Reihenfolge. Einer von... Das ist heftig. Interessant. Ah, jetzt schaffe ich gar nichts, Dion. Das war jetzt... Ja, weil du dich ja nicht einspielst. Ja, du hast mich nicht einspielen lassen. Ja, mach doch, was du willst. So, da hinten. Schau mal hinten. Da, Saftbrüder. Ja, die musst du in einer bestimmten Reihenfolge. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal... Oh, 4, 5, 5. Weißt du, wo die 5 ist? Nein, eben nicht. Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das sieht man mal, dass mir das wirklich... dass wir richtige Amateure sind und nicht Profis. Schade, dass ich... ich würde nur das halbe Level irgendwie fahren. Ja, was mache ich jetzt? Als erster die Saufbrüder, oder? Ja, die Saufbrüder. Dann wissen wir schon mal, wo die ersten zwei sind. Genau, wo die ersten zwei sind, da hinten nämlich. Jetzt ganz zielstrebig dahin fahren. Jetzt hilft dir nichts, wenn du lauter komische Tricks da machst. So, einer... Ah, die Steuerung. Jetzt ist wieder die Steuerung. Ja klar. Das war ja fast auf dem Kopf, bis da gelandet. Ja, zu recht. Ihr müsst wissen, unser Freund der Shotgun Eater, das ist außer Saufbruder. Der ist in letzter Zeit ein bisschen weniger bei uns, so am Start, am Stissel, weil der wirklich zurzeit nur noch im Sorg liegt. Warte mal. Da ist er nicht. Na, vielleicht rechts hinten. Da war er doch nicht, da ist er. Aha, ja. Jetzt wahrscheinlich den anderen. Ja, jetzt weiß ich wo. Da, ja. So, 4, den da, ja. Jetzt weiß ich, wo die sind, gell? Ja, ich weiß auch. Ja. Ich weiß ja, wo alle 5 ja, waren. Ja, aber... Die waren ja nicht in der Reihe. Ei.
4 von 5 Saufbrüdern. Und der letzte ist noch am Start. Also wir sind die YouTube-Burm und wir machen lustige Let's Plays. Und der General Wasti, der ist noch nicht lang dabei. Das merkt man auch seiner Spielweise, die ein bisschen unkonzentriert zur Zeit ist. Ja, da ist er, ja. Na, aber das Spraydose, ja. Ja, okay, jetzt wissen wir die alle, oder? Ich glaub schon. Ja, ja. Die sind auch da überall und... Wieso leckt es heute irgendwie? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es wirklich an dem... Kazaa-Download. Kazaa-Download. Kennt man überhaupt nur Kazaa? Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr noch Kazaa kennt. Ah, schaut doch nicht so. So, ja, so Astrein. So das habe ich schon mal besser gekannt. Ah, schon. Und Tabletop? Ah, schon. Okay, es kann ja nur besser werden, oder? Richtig. So, jetzt habe ich wenigstens Saufbrüder. Okay, 5 Sprühdosen. Weißt du, was das Venice Ledge ist? Ist das nicht das da, ist hinten da hinten im Spezialbereich, gell? Und das überlege ich gerade, ja. Ja, doch. Jetzt mache ich das erste Mal die Sprühdosen. Ja, ja. Das ist da, die dann, erste da hinten. Dann kann ich da hinten auch den Topscore machen. Aber. Nein, als erstes tust du mir die Sprühdosen. Eins nach dem anderen. Und der Judo, der wird immer so... Das verstehe ich nicht. Ich bin nur stark. Es tut uns jetzt schon leid, dass das irgendwie manchmal so ein bisschen leckt. Da kann nur ich was dafür. Der General. Ja, ja. Der General entschuldigt sich. Der General entschuldigt sich für die Lecks. Ich glaube, wir haben schon mal über Takeshis Castle gesprochen. Wer von euch kennt den Takeshis Castle? Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Warte mal, wo ist jetzt der vierte? Das, der andere noch? Da hinten, bei den Saftbrüdern einer. Genau, da fast das hoch. Schön. Da hinten, ja, genau. Ja, da ist noch einer. Ja, ne, doch. Da ist auch noch einer. Ja, oder? Nee, ja. Dann doch nicht. Dann hinten da, wo der andere Saftbrüder ist, in dem unteren Abteil. Ja, aber wo ist dann das letzte? Ja, wird schon auch irgendwo auf dem Weg sein. Da, ja, ja, da hinten. Ich war schon am Start am Anfang. Habe ich den nicht schon geholt? Nein, den hast du nicht geholt. Ah, ich war schon bei dem Grind da, bei dem ja, genau, Gretten bei, da, ja? Genau. Na, das leckt heute. Aber ich verstehe nicht wieso. Ja, hast du alle Programme gekillt? Ja, ja. Weil das muss man ja immer sagen bei dem General. Weil bei dem ist oft was viel Wichtigeres, wichtiger als das Let's Play aufnehmen. Na, ich habe so einen modernen Computer, dann müsste das eigentlich schon schaffen. Ey. Dass ich da zu blöd dafür bin, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Heute ist der Wurm drin. Das könnte man sogar als Kanal, nein, nicht als Videobeschreibung machen, oder? Heute ist der Wurm drin. Was machst denn du? Ich will da rüber. Ich stell mir jetzt blöd an. Ich bin nicht immer so selbstkritisch so. Das ist einmal, der Shotgun-Hit ist einmal selbstkritisch. Ja, du bist der Beste. Ja, genau. Da schließt der Ritter Kunibert. Aua, wow, Judo geht voll in den Sand. Was mache ich als Nächster? Ich könnte den Tailslide machen, gell? Tailside am Venice Ledge, wenn du da hinkommst. Kommst du da hin? Ja, ich muss etwas schauen. Ich finde, das ist eine schöne Aussicht. Mehr hätte ich gern Urlaub machen. Am Venice Beach beim Tony Hawk. Beim Tony? Beim Tony Hawk. Wee little roof gap. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich die ganzen Gaps mal vorlese. Ja, das schaut gut aus. Da muss der hin. Aber wo muss ich da jetzt? Da. Irgendwie da. Genau. Das war's. Easy as can be. Und damals, das ist ein Transfer. Und ja, der Judo geht eigentlich immer daneben. Ja, weil ich den immer gern mache. Ja, der geht immer daneben, fällt mir gerade auf. Jetzt will ich aber trotzdem schauen, dass ich das blöde Tape hole. Wo ist das Tape? Das ist der da oben, drum wird der dann auch. Ach so. Ja, vielleicht muss da die Stats verbessern, um das Tape zu holen. Nein, oder einfach mal irgendwie... Schaltspringer. Und schafft das? Ja. Ah, das ist das, ich darf da... Wo ist das Tape? Runterfallen. Wow! Wow! Das war stark, das war echt stark. General, was denn? Ich habe jetzt vollen Respekt von dir. Okay, einen. Ai! Das ist das nächste. Weißt ja, du alle Transfers? Ja, da ist da hinten jetzt noch einer. Okay, das ist das Schwierigste. Das ist gell? Das Schwierigste, da muss ich da über zwei Dinger drüber. Ja, den brauchst du jetzt nicht machen, oder? Der war auch gut.
Was sagst du, wenn du das erste den Highscore machst? Und? Schaffst nicht. Nein, der ist nicht. Halt einfach sehr schwer. Ja, das musst du mal später anpeilen, oder? Ja, wir müssen unsere Zuschauer gerade vertrösten. Und jetzt sind die Lex auch plötzlich am Verschwinden, gell? Das war wahrscheinlich der Virenscanner. Der hat wahrscheinlich gesagt, gefährliche Stimme aus dem Off. Damit hat er wahrscheinlich meine Stimme gemeint. Da muss ich jetzt nochmal drüber kontrollieren. Das ist... Oi. Nicht, dass das der Steve Jobs ist oder so aus dem Jenseits. Schön. Gut. Ja. Jetzt haben wir wieder ein Ziel. Zwei Ziele sogar geschafft. Ja, es war mega stark, der Lauf. Case Light und versteckte Tape. Jetzt den haben wir es gar keine noch machen. Die DVB-Transfers, die schauen eher schlecht. Ja, weil also, ja den einen, da muss ich ja ein bisschen noch trainieren. Trainieren. Und verbessern. Okay, gut. Also ohne speichern. Trainieren, jetzt gehen wir zum... Aber habe ich das nächste Level noch nicht freigeschaltet? Hast du schon freigeschaltet. Denken wir schon. Aber ja. Ich würde sagen, jetzt probiere ich noch einmal die... die Highscore, die ja. Mega Highscore. Hört sich gut und wenn ich das nicht schaffe jetzt... ich habe vorher ein bisschen übertrieben. Wir nehmen jetzt wirklich auf, nach langer Zeit. Und deswegen müsst ihr das entschuldigen, dass der Ritter Kunibert und der General Wasti noch ein bisschen untrainiert sind. Schön. Wow. Wow. Dass du es schaffst. Sogar mit Lags gut zum sein. Wow, 18.000. Es gibt doch auch so Spezialtricks, oder? Die 900. Die hast du aber jetzt noch nicht, oder? Wow, die muss jetzt bloß noch stehen. Schön. 18.000 Punkte. Ja, ich weiß nicht, wie die Gegner. Da muss man irgendwie bestimmt... Im Menü musst du das kaufen, gell? Nein, das ist bei den anderen gewesen, bei den neueren. Okay, jetzt hast du insgesamt schon 120.000. Und man sieht, langsam werden die Tricks schlechter. Also, nicht die Tricks werden nicht schlechter. Okay, die Punktzahl, die Punktzahl. Deswegen wird sich manchmal vielleicht anbieten, das war aber trotzdem schön, irgendwie was anderes auszuprobieren oder einmal vielleicht auf Dings umzusteigen, wenn die... Nein, ich mache jetzt Flips nur dazwischen und das geht dann. Ah, okay, ja, das sieht man ja plötzlich. Plötzlich sieht man seine Punktzahl. Hey, ob er das wohl schafft? Wie gesagt, länger nicht mehr aufgenommen und ich werf die ganze Zeit die sämtlichen Namen durcheinander, weil, wie man vielleicht vermuten kann, Kunibert und General Waste, das sind nicht unsere richtigen Namen im echten Leben. Das ist nämlich berühmt und wir wollen nicht, dass wir, oh, jetzt muss ich beeilen. Dass wir auf der Straße erkannt werden durch das YouTube. Ja, jetzt musst du wirklich beeilen. Wow. Also ich würde das empfehlen, einen letzten Grind anzusetzen. Das reicht. Ja, reicht. Mega. Das war auf dem letzten Drücker. Das war echt jetzt knapp, aber fein. Knapp, aber fein. Knapp, aber fein. Hart, aber fair. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen Stats verbessern ja. Und gehen wir ins nächste Level. Ja, mach das. Der Toni ist wieder erster. Ah, okay. Gehen wir Geld ausgeben. Jo. Genau, Stats verbessern, schauen wir mal, als erstes mal ist Manuals, gehen wir als erstes. Und dann fangen wir von oben yeah, an. Ja, richtig. Schau hier, wir haben so viel Geld, jetzt ist es aus. Gut, und dann würde ich sagen, jetzt haben wir genau Venice Beach, ein Ziel fehlt mir noch zu den 90%. Ja, das schaffen wir irgendwann anders noch. Genau. Das ist ja jetzt nur nicht die höchste Priorität. Jetzt kommt Skate Street. Ventura. Skates, bla bla. Das ist wieder ein Wettbewerb. Oh ja, das ist spannend. Das ist wo in Ventura? Das Ventura ist Beach, in Kalifornien, oder? Gut. Was kommt als nächstes? Würde mich interessieren. Philadelphia, Pennsylvania. Und dann Stierarena. Ah, und dann sind wir quasi schon durch. So schnell ist das Spiel schon leer aus. Ja, weil ich halt so gut bin. Ah, okay. Gut, fangen wir an. Gut. Wie gesagt, wieder der Wettbewerb. Genau, ich muss wieder aus drei Runden, die zwei besten werden gewertet. Warte mal schnell, Einladung zum Wettbewerb Nummer 2, Plywood Paradise, drei Runden pro Skater, Skater mit besten zwei Runden gewinnt. Genau. Punktabzug für Stürze ist nicht hinfallen, bitte, lieber, wie heißt du, General Waste? Gut. Geld und Preis im Wert von 20.000 Euro, Blue Torch. Finde alle Geld schon Dollar. Okay. Gut, fange ich an. Poolschönheiten wieder. Schau mal, wo es was Gutes gibt. Okay, mach mal. Wow. Hast du da nicht deine Ecken? Ja, ich such die gerade. Da ist ein großer Pool.
Halfpipe meinst du? Au! Ah ja, die Halfpipe habe ich gemacht. Ja. Die hast du, oder die da hinten, die Halfpipe oder den Pool? Ne, da war ich immer drin und hab meine Tricks gemacht. Und stehen voll daneben. Jetzt müssen wir halt... Jetzt bier mal statt. Jetzt will ich schon wieder zum Gritteln anfangen. Ja, pass auf, schau her, das geht ja um ein Let's Play und ein Let's Play ist halt einmal kommentiert. Und da muss man sich auch einmal die kritischen Kommentare von den Zusehern, und das bin im in allererster Linie nur ich, anhören. Auch wenn es schon ziemlich stark ist. Da habe ich eigentlich schon immer so Transfers auch noch gemacht, glaube ich. Hä, hey, es macht schon so gut. Nicht übertreiben, lieber mal auf dem Boden bleiben. Und schöne Tricks machen. Schlampig. Schauen schon wieder schlampig da. Schau schon wieder schlampig. Ah, das ist gut. Der ist super gut. Okay. Ja, wenigstens gelandet. Ja, jetzt über 100.000 Punkte, das lasst sich doch sehen, oder? Für das, dass ihr am Anfang eigentlich verkackt habt. Ja. Und ja, aber das, ja, ob das reicht? Ah, ich weiß jetzt nicht. Schauen wir mal. Bob Burnquist. Ey. Ja. Ja, der Kareem Campbell, der ist noch stark. Ist denn hier? Der Rooney ist schon wieder. Der Rooney Cliffberg, Eric Costen, Bucky Lasek. Gehen wir in die zweite Runde, oder? Ja, ganz. Eins nach dem anderen. Ruhig reiten, Pferd. Pferde kosten Geld. Cowboy kosten... Nächste Runde. Ja, nächste Runde. Ah. Ist das das, wo du da immer... Ja. Ja. Komm. Schön. Der war jetzt wirklich perfekt. Muss ich auch sagen, das hat mir gefallen. Schön. Der nächste Perfekte. Und die Menge jubelt dazu und schon wieder ein Perfekten. Ist das die perfekte Runde? Oh. Der war jetzt weder schlampig noch perfekt. Der war okay. Wow. Jetzt zeigt er sein Können. General Waste, General Waste, so dass er kaum mehr kommentieren kann, weil er gerade so konzentriert ist. Ja, ja, ich muss mir jetzt da... Naja, das schaut ziemlich gut aus. Wow! Huh! Da geht's ab, liebe Judo-Freunde. Endlich steht einmal den Judo. Na, das, weil ihr einen anderen Trick für den Arm macht, weißt du? Okay. Also wenn das jetzt nicht... Wow! Wenn das jetzt... Sagen wir mal so, wenn das jetzt nicht... 100% vor der Bewertung ist, dann frage ich mich an. Die sind bestimmt gekauft. Vom Rooney Cliffberg. Wow. Okay. Schauen wir mal. Das ist einmal eine andere Duftmarke. Das war eine Ansage. Das war 7-1 plus. Das war jetzt eine andere Duftmarke. Genau. Also, schon stark. Da muss ich jetzt meinen virtuellen Hut von dir zücken. Und das hast du eigentlich... Ziehen. Ja, dann hast du eigentlich schon was gewonnen. Aber trotzdem, fahren wir noch. Ja. Ich kenne da mal so direkt. Nein, das ist die Kür jetzt. Bitte. Ja, sollte ich nochmal so im gechillter Weise kannst du mir den Park zeigen. Ja, ja, genau. Weil das hast du die Masse ein bisschen versäumt. Ja, genau. Da habe ich zu wenig gezeigt. Da habe ich nur meine Standardroute, aber den rechten Bereich habe ich gar nicht gemacht. Genau. Jetzt schau einfach mal da. Ja, mach das bitte. Weil da gibt es auch, glaube ich, einen Secret-Bereich. Genau. Aber den weiß nicht mehr, wie man... Ah, mal schauen. Okay, du brauchst ja alles für die Scheine. Das ist dann in der letzten Folge, der mal alle Scheine nimmt. Folgen vielleicht. Folgen. Sogar, weil das zirkt sich teilweise. Ja, ja, ja. Genau. Gut, nächste Runde. Nächste Runde. Komm, mach hin. Es wird aber wahrscheinlich auch dann die letzte Runde für diese Folge sein. Schön, wie du das machst. Ist das nicht da hinten, hat man dann da rauskennen, aber ich weiß nicht wie. Ja, da haben wir irgendwas ein Gap oder irgendeinen speziellen. Hier gibt es eine riesig große Halfpipe. Wow. Und voll auf die Schnauze. Aber ich wollte mir den Schein schnell holen. Wenn na, mach das. Ja, das ist dein Let's Play. Du kannst machen, was du willst. Ihr müsst das wissen, die Let's Plays, die kann man nämlich auch unterscheiden, wer die aufgenommen hat am Rand. Nur am Rande erwähnt? Nein, wirklich am Rand des Folgen-Thumbnails. Meine Folgen, also die vom Ritter Kunibert, die sind rot. Und die Folgen vom General Basti sind blau. Und die vom Shotgun Inter, die sind grün. Ist es richtig? Ich glaube schon, gell? Ich glaube schon. Oh no. Jetzt schauen wir mal, was es da verkorkste Runde Punkte gibt. Hey, der Tony hat schon eine riesen Nase, finde ich. Das liegt an den Pixeln, glaube ich. Ja. Oh no. Okay, gut. Ja, die anderen hauen schon. Ja, aber sag jetzt, schau mal hin, da wird jeweils die schlechteste Runde rausgestrichen. Und du hast natürlich wunderbare, tolle Punktzahlen. Ja, wie der General immer sagt, Punktzahlen, ne Punktzahl. Ja, tu mal weiter. Ah. Gold. Preisgeld. Preisgeld, 19.000. Glückwunsch, du hast einen neuen Level. Skatepark Chicago. Ill.
Krankes Chicago. Ja, das glaube ich ist wieder so, genau, das kann nicht im Karrieremodus gespielt werden, das könnte man eigentlich auch irgendwie so als Zusatz nur dranhängen. Ja, nicht als Zusatz, das können wir in die nächste Folge mit reinnehmen. Ja, genau. Oder? So. Liebe Freunde der YouTube-Burm, liebste Freunde der YouTube-Burm, in der nächsten Folge seht ihr den Skatepark Chicago Ill und dann im Anschluss dann Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia in? Philly. Ja, in welchem Bundesstaat, weißt du das? Das weiß nämlich auch nicht. Gut, also macht es gut. Pennsylvania, oder? Ja, ja. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Servus.